So, einen wunderschönen guten Abend allerseits, jetzt offiziell inklusive Aufzeichnung und jawohl, wir haben wieder die richtigen Aktiven heute Abend an Bord. 60 Teilnehmer aktuell und wie wir wissen, in den ersten 5 Minuten dieses Calls geht das Ganze immer noch drastisch nach oben. Recht herzlich willkommen und Glückwunsch an alle, die heute da sind. Ihr werdet was richtig, richtig Cooles erleben. Ich bin 100% davon überzeugt, Taylor in voller Power. Markus Schulten mit an Bord, meine Wenigkeit noch mit dabei, Sebus ist dabei und viele andere heute Abend und ich freue mich unglaublich drauf. Aber ich habe heute das Buch ausgepackt und wir werden von daher mit Sicherheit wieder einiges an Content haben und ich kann jedem nur raten, richtet Stift und Papier, denn heute Abend werden wieder Dinge fallen, die einfach, ja, letztendlich euch, eurem Business weiterhelfen, euch einfach machen, das Geschäft letztendlich auf den nächsten Level zu heben und dadurch natürlich auch eure Lebensqualität ein gutes Stück nach vorne erleben. Wir haben heute Abend das Fundament des Network Marketings und Markus hat hierzu was richtig, richtig Gutes vorbereitet und ich freue mich extrem drauf. Hallo Markus, grüß dich, herzlich willkommen und ich freue mich extrem drauf auf das, was hier alles kommt und ja, es ist so, diese 90-Day-Calls und die Abend-Calls hier um 23 Uhr sind für mich was Besonderes. Auf der einen Seite, weil man sich immer wieder die Motivation holt, immer wieder die Energie holt. Ich habe das auch gestern gerade gelesen in vielen Chats, wenn der eine sagt, oh, ich war so ein bisschen müde und danach wieder, yeah, voller Power. Das heißt, es ist so eine Energietankstelle, aber natürlich auch immer mit sehr viel Content versehen, sodass man wirklich jeden Tag etwas mitnimmt. Und ich war heute Abend auch bei meiner Familie zum Essen eingeladen, habe es mit meiner Mutti darüber gehabt und sie sagt, sie schreibt jeden Abend mit um 23 Uhr und das ist noch richtig cool in diesem Sinne. Natürlich liebe Grüße an alle. Bevor wir loslegen, wieder mal die Frage in die Runde. Gibt es irgendjemanden heute, der irgendwas fürs Business getan hat? Sei es ein Anruf, dann schreibt mal rein, ein Anruf, Anrufe 5, Anrufe 10, A10, A20, A30. Sei es jemand, dass er Nachrichten verschickt hat, sei es jemand, dass er neue Kontakte gemacht hat oder vielleicht sogar einen neuen Kunden gewonnen. Der Matthias wieder ganz vorne dabei, A20, 5 Gespräche, 30 Nachrichten. Hat jemand von, gebt einfach mal, was war so eure Aktivität des heutigen Tages? Ein Meeting, 2 Kontakte, 4 neue Menschen kennengelernt, somit die Liste erweitert. 5 Nachrichten, 2 Anrufe, 20 Nachrichten vom Sebus, eine Einladung vom Tim, 5 Anrufe, Cornelia, 2V, 2V heißt 2, keine Ahnung, 10 Nachrichten, Patrick, 35 Nachrichten, Katja und, oh, es geht einfach so schnell, ich kann es gar nicht alles nachlesen, 5 Anrufe, 5 Einladungen, 6 Follow-ups, sehr, sehr gut, richtig gut, 3 Anrufe, 5 Einladungen, auf einer Schulung gewesen, 10 Nachrichten, 3 Registrierungen, yeah, Glückwunsch Andrea, herzlich willkommen, Glückwunsch in diese oder von dieser Runde, 3 Registrierungen ist richtig, richtig fett, sehr, sehr gut. 1:1 Presse, Follow-ups, Einladungen, boah, 20, eine Einladung, 20 Uhr Call, also man sieht, auch sonntags kann man aktiv sein und freut mich natürlich ganz, ganz, ganz besonders. Home-Meeting organisiert und 7 eingeladen von der Monika, sehr, sehr gut, richtig cool. Dazu weiß ich, in der Schweiz war gerade ein gutes Meeting heute Abend, die Hütte richtig voll und ja, alles drum und dran, wenn man sieht, sehr guter Sonntag. Also von daher, alles richtig. Oh, der Freddy ist sogar da und grüßt mit einem Hammer-Meeting aus der Schweiz, weil der Freddy, weiß ich, war heute Abend in der Schweiz auf dem Meeting und das ist natürlich alles richtig, richtig cool. Ich möchte diesen 90-Day-One heute, diesen Call, diesen 90-Day-One Recap-Call heute ganz besonders einleiten. Und zwar mit der Tatsache, ich habe gestern mal ganz kurz, haben wir darüber gesprochen, auch über den Daniel Nigriano, sprich der Poker-Profi, der letztes Jahr auf dem GoPro Recruiting Mastery Event war bei Eric Worre in Las Vegas. Und Daniel Nigriano, ich habe ihn vorher schon gekannt, weil ich ein bisschen Poker-Fan bin, ist jemand, der, ich glaube, 36 oder 37 Millionen Dollar auf den Turnieren gewonnen hat und mit Sicherheit das Doppelte sogar nochmal in Live-Cash-Games. Also er ist derjenige, der das meiste Geld gewonnen hat im Pokerspielen aller Zeiten. Und er hat Folgendes gesagt über Poker, was aber auch auf Network-Marketing zutrifft. Er hat gesagt, you need minutes to learn the rules and lifetime to be a master. Sprich, du brauchst einfach Minuten, um die Regeln des Spiels zu lernen, aber du brauchst ein Leben lang, um ein Meister darin zu werden.
Und das ist natürlich auch im Network Marketing so. Das heißt, es benötigt nur eine kurze Zeit, um letztendlich die Regeln von Network Marketing zu kennen. Es benötigt eine kurze Zeit, um den Marketingplan zu verstehen. Es benötigt eine kurze Zeit, um zu verstehen, dass man hier Vertriebspartner benötigt, dass wir Kunden benötigt, dass man Netzwerk aufbaut. Es benötigt alles sehr, sehr wenig Zeit, um es zu verstehen. Und das ist das, was die meisten Menschen, mit denen ich spreche, was sie vom Erfolg abhält. Und zwar, ich möchte es mit euch teilen, die meisten aller Menschen hält vom Erfolg ab, dass sie meinen, sie wissen alles schon. Und das ist so oft der Punkt, aber das Ganze, was sie schon mal gehört haben, noch nicht leben. Das ist das, was mir aufgefallen ist, was den meisten vom Erfolg abhält. Das heißt, klar hat man es schon mal gehört, aber man lebt es einfach nicht. Und er hat Folgendes gesagt, also minutes to learn the rules and lifetime to be a master. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er wurde dann gefragt, wie wird man das? Wie wird man es und wie kann man das Ganze überhaupt erreichen? Und er hat gesagt, pass auf, social network and discuss situations. Und er hat es erklärt. Und zwar folgendermaßen, er hat es erklärt, dass sie im Poker spielen, ganz viel zusammensitzen danach und sich austauschen. Das heißt, sie sprechen über die Situation. Sie sprechen über die Situation, wie hätte man diese Hand spielen können, besser spielen können, um diese zu gewinnen. Wie hätte man eventuell es schaffen können, aus dem einen Pot wegzubleiben und sich Geld zu sparen. Wie hätte man in der Phase aggressiver sein müssen, da vielleicht zurückhaltender. Das heißt, die Besten der Besten sitzen immer wieder zusammen, treffen sich und tauschen sich aus. Und das macht sie besser. So, und das war die Tatsache, was er gesagt hat. Das ist letztendlich im Prinzip eins der wichtigsten Dinge, was du machen musst, um das Ganze letztendlich um besser zu werden. Dazu hat er noch gesagt, du kannst nicht jeden Tag gewinnen. Also das ist auch klar. Das wissen wir auch alle im Network Marketing, dass man das einfach nicht jeden Tag kann. Aber ich fand die Situation so richtig cool und passend zu unserem Recap-Call, dass er wirklich meinte, lasst uns so oft wie möglich zusammenkommen, lasst uns so viel wie möglich austauschen, um gegenseitig immer wieder sich auch die Reminders zu geben. Und manchmal bekommt man einen Reminder in Dingen, die man schon kennt, in Dingen, die man schon gehört hat. Aber plötzlich fällt einem auf, oh, stopp. Und das möchte ich, dass ihr das heute macht. Wenn ihr heute Abend zuhört, vor allen Dingen, was der Markus vorbereitet hat, stellt euch nicht die Frage, ob ihr das schon mal gehört habt, sondern stellt euch die Frage, ob ihr es schon lebt. So, und wenn ihr euch diese Frage stellt, stellt euch immer wieder die Frage, wenn ihr es noch nicht lebt, schreibt es auf jeden Fall mit. Und wenn ihr es noch nicht lebt, sagt, okay, ich möchte es leben. Ich werde das in mein Leben integrieren. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass wir uns heute Abend treffen zum Austausch und hier dann letztendlich auch darüber kommunizieren können. So, ich habe euch jetzt mal freigeschaltet. Ein Hallo an den Taylor, ein Hallo an den Markus. Grüße euch, herzlich willkommen, einen wunderschönen Abend. Und Markus, ich möchte mal zu dir heute Abend überleiten. Als allererstes, wir sind sozusagen hier zusammengekommen, um besser zu werden. Und bitte gib mal so einen Teil von deinem Input, den du für heute vorbereitet hast. Ja, schönen guten Abend zusammen. Lieben Dank, Marco. Das war eine grandiose Einführung und ich glaube, du hast eigentlich alles das gesagt, was im Network Marketing wichtig ist. Du hast von Proximity gesprochen, du hast von einem lebenslangen Lernen gesprochen, du hast eine Weisheit von einem echten Meister weitergegeben und der Inhalt der Weisheit war, dass man sozusagen vieles lernen kann, aber man wird es durchs Tun hinkriegen. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass deine Mutter jeden Abend mitschreibt. Boah, wie würde ich mir das wünschen, dass meine Mutter sich überhaupt für mein Geschäft interessieren würde, geschweige denn, dass sie mitschreibt. Wie geil ist das denn? Also der Satz, der geht definitiv in meine Marketinggeschichte ein. Marco, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, und was ich mir für euch heute vorgenommen oder was ich euch mitbringe, das ist etwas, wie Marco schon gesagt hat, das wisst ihr alle. Also das ist ja überhaupt nichts Besonderes und es ist wahrscheinlich so profan, dass der eine oder andere jetzt erstmal sagen würde, jetzt fange ich an zu gähnen, was will der denn von mir? Aber ich sehe so ein paar Namen, ich sehe so ein paar Personen hier drin, die das bestätigen könnten, wenn sie jetzt ein Wort hätten. Und zwar Folgendes. Ich habe eine für mein Team und dann ausgeweitet für andere Menschen eine Schulung entwickelt. Und in dieser Schulung haben wir die Arbeiten, die Aufgaben, die das Network Marketing mit sich bringt,
Ich sage immer, Network Marketing ist wie das Leben. Das ist so meine Marke, mein Spruch. Und alles das, was das Leben halt ausmacht, das haben wir mal hintereinander geschrieben und haben gesagt, wenn das, was der Marco uns gerade gesagt hat, wenn wir das wirklich leben würden, wenn wir das üben würden, dann würden wir alle besser werden. Und so haben wir eine Trainingsreihe, da haben wir so in diesem Seminar 10 Übungspunkte untereinander geschrieben. Und die ersten 4, die möchte ich euch heute weitergeben. Nicht, weil ihr die anderen 6 nicht hören sollt, sondern die ersten 4 sind so elementar, dass ihr, wenn ihr die verstanden habt, die anderen ganz automatisch macht. Ich sag's ja euch auch alle. Und das haben wir in dieser Übung miteinander geübt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, und das ist genau das, was Marco uns gerade als Vorlage geliefert hat, sich zu treffen mit Gleichgesinnten und tatsächlich einfach Dinge zu tun und zu üben. Und jetzt kommt der Punkt, wo die Menschen anfangen werden zu gähnen und sagen, wie bitte? Wisst ihr, wo es anfängt mit? Es beginnt mit dem Lächeln. Es beginnt damit, ein offener Mensch zu sein. Wir sind im Network-Marketing-Geschäft. Wir sind, ja, ich sehe so ein paar Leute lachen, die jetzt genau wissen, ach, guck mal, das meint er. Also, guckt mal in die Kamera, sucht mal die Personen, die jetzt fett lachen. Die haben nämlich genau verstanden, um was es geht. Ich sehe mindestens 3 Gesichter, die jetzt hier so ein richtig fettes Gesicht, so ein breites Gesicht von einem Ohr bis zum anderen haben. Wir sind im Kontaktmanagement-Geschäft. Wir sind im Geschäft, wo Menschen sich treffen. Und geht mal durch die Stadt und schaut mal in die Gesichter der Menschen. In der Regel werdet ihr stumpfe, blasse und nicht lächelnde Gesichter finden. So, jetzt stell dir mal vor, du bist derjenige, der das Network-Marketing-Geschäft angefangen hat und auch ernst nimmt. Dann bist du jemand, der mit einer offenen, klaren und empfangenen Art auf der durch die Welt läuft. Du bist sozusagen wie ein trockener Schwamm und bist offen für Liebe, für Nähe, für Ausstrahlung und für alles. Aber du gibst das auch. Fang mal an zu lächeln. Und das ist eine der ersten Übungen, die wir in dem Workshop machen, dass Menschen anfangen zu lächeln. Und du wirst sehen, wie schwer das ist, überhaupt ein Lächeln zurückzubekommen. Der zweite Schritt, nachdem du lächelst, es geht also immer nur um den Kontaktaufbau. Der zweite Schritt danach ist, dass du mit Menschen irgendwie in Kontakt kommst, dass du dich mal traust, Hallo zu sagen. Und jetzt nochmal an die, die jetzt die Augen verdrehen, was will er mir denn jetzt erzählen? Es wird halt nicht getan. Die Menschen machen nicht diese grundlegenden Dinge, dass sie einfach mal einem anderen Menschen Hallo sagen und sich in eine Welt einbringen oder nicht sich in ein Verhalten einbringen, was offen und annehmbar ist. Das heißt also, zu lächeln, Hallo zu sagen, dann als nächstes auf Menschen zuzugehen und Menschen einfach mal ein Kompliment auszusprechen, ihnen zu sagen, nicht nur Hallo, Entschuldigung, da kommen wir gleich zum Kompliment. Also mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sagen, Entschuldigung, wie viel Uhr haben wir? Oder kennen Sie hier in der Nähe eine Tankstelle? Oder wo kann ich hier einen guten Kaffee kaufen? Also ins Gespräch zu kommen, das ist schon eine ganz, ganz schwere Aufgabe für manche, weil sie sich dieser Aufgabe nicht stellen. Und was Marco gesagt hat, wir wissen das ja alle. Also es ist ja nicht so schwer zu sagen, zu lächeln, Hallo zu sagen und nach einer Adresse oder nach einer Tankstelle oder nach einem Café zu fragen. Was aber schwierig ist, es zu tun. Und ein Leben lang zu brauchen, es zu meistern, ist sich in die Verfassung zu bringen, das täglich zu wollen. Und das, ich schwöre euch, ich erlebe es selber an meinem Körper, wenn ihr anfangt, das zu tun, dann fängt an, eure Welt sich zu verändern, weil ihr einen anderen Einfluss auf die Welt nehmt, weil ihr anfangt, Geber zu werden. Ihr gebt ein Lächeln, ihr gebt einen Gruß, ihr gebt eine Kontaktmöglichkeit. Und ihr werdet merken, dass ihr die Menschen, die ihr sonst so mit solchen miesen Gesichtern trefft, die holt ihr aus ihrer Starre heraus und sie geben das nicht alle. Manche sind erschrocken und vielleicht auch ängstlich, sondern kennen wir uns. Aber ihr holt sie eigentlich raus aus dieser Welt. Und das ist der allererste Schritt für das Network-Marketing-Geschäft, um überhaupt in Kontakt zu kommen. Wenn ihr dann diese Hürde, diese erste Übung, dieses Lächeln, Hallo sagen und mit Menschen ins Gespräch kommen, wenn ihr die gemeistert habt, dann geht's ein Stück weiter. Dann ist die Übung 2, ist den Bedarf herauszufinden. Und nicht euren Bedarf zu decken, einen neuen Partner zu finden, sondern ausschließlich, guck mal, hier nickt einer, ich glaube, der meint, dass ich das richtig mache, dass das so gemeint ist. Wir wollen nicht den Bedarf von uns decken, indem wir sagen, oh, das ist ein Mensch. Der Mensch hat die Möglichkeit, einen Vertrag zu unterschreiben bei einer Firma. Also schreiben wir den jetzt mal ein und was muss ich dafür tun, um mein Geschäft zu holen? Darum geht's nicht. Es geht darum, den Bedarf dieser Person herauszufinden. Und den Bedarf kriegst du heraus, indem du ihm Fragen stellst. Am besten Fragen, die mit W anfangen. Warum machen sie die Arbeit, die sie machen? Wie geht es ihnen dabei? Also offene Fragen zu stellen und dich tatsächlich für den anderen Menschen zu interessieren. Welch Wunder, die Menschen fangen an zu antworten und die Menschen fühlen sich nicht ausgefragt, sondern sie fühlen sich
interessant, weil es ist erwiesen, dass Menschen, die Fragen gestellt bekommen, antworten und nicht sagen, das geht sie überhaupt nichts an, sondern probiert das einfach mal. Der dritte Teil, die dritte Übung, und jetzt wird es richtig haarig für den einen oder anderen, ist, mach ein Kompliment. Ein Kompliment zu machen, dem anderen die eine Wertschätzung entgegenzubringen. Die kann relativ sachlich sein, indem ihr sagt, Sie haben eine schöne Uhr, ich mag Ihren Duft, auch Sie haben ein wunderschönes Lächeln oder der Ring, den Sie da tragen, ist schön oder ich mag Ihren Style, ich mag Ihre Schuhe. Es kann aber auch etwas sein, was so ein bisschen persönlicher ist, indem man demjenigen sagt, also die Art und Weise, wie vertrauensvoll Sie sind, die Art und Weise, wie freundlich Sie sind, wie höflich Sie immer sind, wie Sie mir etwas erklären oder wie Sie mit anderen Menschen umgehen, das finde ich total wertvoll und schön. Also dem anderen ein aufrichtiges Kompliment zu machen. Im Geschäft kann das zum Beispiel eine Verkäuferin sein, die euch gut beraten hat, dass ihr sagt, ich bin selten so gut beraten worden oder ich finde es herrlich, wie kompetent sie mich beraten haben und dann könntet ihr wunderbar überleiten in dieser Situation, sie zu fragen, machen Sie Ihren Beruf eigentlich gerne? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr habt jetzt gerade eine Frage gestellt, ihr seid in Kommunikation getreten. Vorher hat sie euch vielleicht ein Produkt erklärt, eine Jeans, eine Handtasche, eine Uhr, ein Fotoapparat oder ein Parfum oder eine Hautcreme, was auch immer. Ja, die braucht ihr wahrscheinlich nicht. Aber irgendwas, was sozusagen für euch interessant ist. Und dann da wird sie sagen, entweder ja, mir macht mein Job Spaß oder nicht. Wenn ihr jetzt ihr ein Kompliment macht und sie sagt, nee, mir macht mein Job keinen Spaß, könntet ihr wunderbar sagen, das ist ja unglaublich. Also Sie haben mich so wunderbar beraten. Ich fühle mich so wohl mit Ihrer Beratung. Man spürt überhaupt nicht, dass Sie den Job nicht gerne machen. Welchen Job hätten Sie denn gerne? Und man kann sofort dann hier die Bedarfsermittlung anschließen. Oder wenn sie sagt, ja, ich mache meinen Job gerne, kann man sagen, das merkt man total. Also so wie Sie mich beraten haben, wie Sie mir das erklärt haben, mit wie viel Fachwissen, mit wie viel Leidenschaft und mit wie viel Details, das finde ich so wunderbar. So, und dann kommt der vierte Teil, der ist, wie lade ich denn, wenn ich den Bedarf herausgefunden habe, jemand auf ein Geschäft ein? Weil ihr wollt ja demjenigen, wenn ihr herausgefunden habt, was sein Bedarf ist, vielleicht auch eine Lösung anbieten. Und dafür nutzen wir in diesem Geschäft halt die Reziprozität. Und die Reziprozität kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Versuch mal, jemandem die Hand hinzuhalten oder wenn du jemandem die Hand hinhältst, hat er den natürlichen Reflex, gib mir bitte mal die Hand zu geben. Versuch mir mal nicht die Hand zu geben. Wie fühlt sich das jetzt an? Ja, nicht so gut. Fühlt sich irgendwie doof an, ne? So, wir haben etwas fest verdrahtet in unserem Kopf. Das heißt, wenn du in Vorleistung gehst, dann möchte der andere das ausgleichen. Er möchte diese Leistung wieder ausgleichen. Wenn du Danke sagst, sagt der andere bitte. Wenn du die Tür aufhältst, geht der andere durch. Wenn du den Mantel hilfst, solche Kleinigkeiten. Und das ist das, was wir für unser Geschäft ebenfalls nutzen, indem wir den Bedarf herausgefunden haben, wenn wir im Gespräch sind, wenn wir Komplimente gemacht haben, wenn wir eine zwischenmenschliche schöne Ebene gefunden haben, wenn wir dann hergehen und wir wissen zum Beispiel, dass eine Person die Arbeitszeit stört und dass sie gerne, dass sie sich um ihre Rente Sorgen macht, ja, dass sie sagt, sie ist im Einzelhandel, der ist online, wird der Einzelhandel töten, das macht ja auch nicht so richtig viel Spaß. Das habt ihr rausgefunden in diesem Gespräch, weil ihr mit ihr offen umgegangen seid und ihr habt durch diese Komplimente, die ihr gemacht habt, eine Ebene geschaffen. Und wenn ihr dann zu dieser Frau irgendwann sagt, hören Sie mal, wenn ich Ihnen etwas zeigen könnte, also wenn ich, du fängst mit dir an und machst eine Vorlage, wenn ich Ihnen etwas zeigen könnte, was Ihnen mittelfristig oder langfristig in die Situation versetzt, mit einer Nebentätigkeit so viel Geld zu verdienen, dass Sie sich ein passives Einkommen aufbauen, würde Sie das interessieren? Würden Sie sich das gerne mal anschauen? Wie das jetzt original formuliert wird, ist eurer Situation geschuldet. Aber diese Situation, wenn ich, würden Sie, dieser Satz ist magisch, weil er wird zu, fragt euch selber, zu wie viel Prozent er immer, er wird zu 99% wird er positiv beantwortet. Aber ich meine, ihr könnt euch selber fragen, wie sich das anhört. Wenn ich Ihnen etwas zeigen würde, würden Sie sich das gerne mal anschauen. Und vorweggegangen ist ein echter Verbindungsaufbau und ein Kompliment. Das ist für fast alle ein, ja natürlich, ja klar. Und ich habe es jetzt gerade in den letzten 48 Stunden, glaube ich, 5-mal erlebt. Ich bin in New York gewesen und auf dem Rückflug von New York, auf dem Weg zum Flughafen, in Englisch, im Flugzeug, mit der Stewardess, einmal sogar in Französisch und dann wieder hier in Deutschland am Gepäckband und im Zug. Überall funktioniert das. Wenn ich, würden Sie. Wenn ich, würdest du. Und das ist die Grundregel.
Und das ist etwas, was ich so wichtig finde, dass ihr das euren neuen Partnern vermittelt. Weil die kommen in dieses Geschäft und wissen eigentlich überhaupt nicht, was sie tun sollen. Dann sehen sie sich die Videos in unserer World, Unity Global World an und sie wissen, ja, da gibt es einiges zu lernen, aber die ganz einfachen Basics werden trotzdem immer wieder vergessen. Und das ist dieses wichtige Learning, was ich vorbereite und was ich euch gerne mitgeben wollte. Achtet auf die Kleinheiten, achtet auf die Feinheiten und bringt euren neuen Partnern erstmal das Lächeln bei. Und wenn sie die Augen verdrehen, dann erklärt ihnen, dass wir im Kommunikationsgeschäft sind und dass das die Basis ist. Und ein Gang über die Straße mit der Frage, wie viel von 20 Leuten haben ein freundliches, offenes Gesicht, wird euch die Antwort liefern. Es ist nämlich ein ganz, ganz kleiner Teil nur. So, ich habe euch aber versprochen, auch die anderen Fragen noch zu nennen. Deshalb sage ich, in dieser Übungssession haben wir 10 Fragen. Ihr wisst wahrscheinlich, wie ihr die beantworten sollt. Das ist einmal Kontaktaufbau, Fragen stellen. Das ist also der erste Teil. Und mit Lächeln und in Kontakt kommen, dann Bedarf herausfinden, dann Komplimente machen, dann deine Story erzählen. Ein ganz, ganz wichtiger Teil. Vielleicht kann man da mal einen eigenen Call abends draus machen, Marco. Dann einladen, die reziproke Frage stellen. Die habe ich jetzt hier vorgezogen. Dann indirekte Einladung, kennt ihr alle von Eric Worre. Dann das Nachfassen, wie fasse ich richtig nach ein Gespräch, das ist aber auch in den Videos in der UG World erklärt. Dann das Gespräch im Griff halten, der Gesprächsführer zu sein, den Dreier-Call, wie man eine andere Expertenstatus hinzuholt und dann die Einwandbehandlung, wie man damit umgeht, wie man Einwände vorwegnimmt. Das sind die 10 Punkte, das nur ergänzend dazu. Letztendlich können wir aus all diesen Punkten einen einzelnen Call machen, das ist sogar sehr, sehr gut. Und von daher machen wir das. Ich habe alles als Notizen, die ganzen einzelnen Punkte. Von daher gehe ich einfach hin und wir machen da über jedes Einzelne einen Call am besten und dann haben wir alles sehr gut fertig. Also von daher, ich freue mich drauf. Vielen, vielen Dank für deinen Input, Markus, auf jeden Fall. Und beim Taylor, wenn er nicht gerade nur als Sekretärin fungiert und alles eintippt, und weiß ich, dass er auch wieder ein bisschen was vorbereitet hat. Und Taylor, wie... Möchtest du ein bisschen was dazugeben noch? Möchtest du ein bisschen was dazu sagen? Ich glaube, Markus hat das eben schon sehr, 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 ich hätte jetzt zu ein paar Punkten noch ein bisschen was ergänzt, aber das ist ja alles schon sehr, 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 sehr genial. Was mir halt immer und immer wieder auffällt, ist halt eben, und das ist egal, ob das bei neuen Partnern, aber auch als bei allen Leuten, die vielleicht schon seit einer Woche, seit 2 Wochen, seit einem Monat, seit 3 Monaten, seit einem Jahr dabei sind, ganz, ganz viele Menschen wollen immer Teil des Ergebnisses sein, aber nicht Teil des Weges. Natürlich ist es unangenehm, mal so einen vernünftigen Kontaktaufbau zu machen, mal jemanden anzulächeln, irgendwie den Bedarf herauszufinden, irgendwie mal ein Kompliment zu machen. Ich meine, Komplimente machen, wann macht man denn mal heutzutage Komplimente? Meistens nur seiner Frau oder seinem Mann. Die meisten Menschen, da gibt es eine Umfrage, die Menschen haben das letzte Mal öffentlich ein Kompliment bekommen, wenn sie ihr Abiturzeugnis überreicht bekommen haben. Und danach gab es keine öffentlichen Komplimente mehr. Das ist ein statistischer Wert. Also das gibt es kaum. Du hast vollkommen recht. Und also ich finde, dass ganz, also wie gesagt, nochmal, alle wollen immer Teil des Ergebnisses sein, aber keiner hat Bock auf den ganzen Weg. So, das ist halt leider Gottes einfach immer jedes Mal das Gleiche, womit ich mich immer rumärgere mit vielen Leuten. Und ich finde eben, diese Grundlagen musst du halt eben einfach beherrschen, bevor du überhaupt Ergebnisse erwarten kannst. Und viele vergessen halt eben einfach mal, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Wenn ich jetzt 119 Leute fragen würde, drop mir mal ganz kurz deine 60-Sekunden-Story. Ich garantiere dir, 115 kriegen es nicht hin. Vielleicht 110. Yes. Je nachdem. Ich garantiere es dir. Obwohl wir predigen, seitdem ich bei Jeunesse bin, sprich 25 Monate, predigen wir, und ich sehe hier ganz viele Gesichter, die schon länger als 25 Monate bei Jeunesse sind, wir predigen ein und das jedes einzelne Mal, sagen wir den Leuten, hey, pass auf, ihr braucht eine 60-Sekunden-Story, ein Elevator-Pitch, also ein Aufzug-Pitch, ja? Oder keine Ahnung, Dinge wie zum Beispiel, lass uns über Dreier-Calls sprechen zum Beispiel. Meine Organisation, alle Leute in meinem Team wissen, sie müssen ihre Leute über
mit mir zusammen über einen Dreier-Call closen. Warum? Ich sage den Leuten das ganz einfach. Gesetzt den Fall, Markus wäre jetzt in meinem Team. Ich wünschte, dass es so wäre. Es ist aber nicht so. Also sprich auch übrigens mal ganz kurz so ein Shoutout für Unity Global an sich. Wir haben wirtschaftlich gesehen nichts voneinander, aber arbeiten so eng miteinander. Einfach er mit meinem Team, ich mit seinem Team. Das ist komplett egal. Das ist ein Geben und Nehmen. Nur mal an dieser Stelle vielleicht einen oder anderen Eye-Opener für den einen oder anderen. Aber was ich sagen möchte ist, wenn Markus bei mir im Team wäre und er hätte Martin Müller und Martin Müller steht kurz davor einzusteigen, weiß aber noch nicht so ganz, auf einer Skala von 1 bis 10, vielleicht auf eine 7, 8 oder 9, je nachdem, und es fehlt noch diese letzten 10%. So, ist es nicht so, dass ich dem Markus das nicht zutraue, dass er das nicht kann, aber Martin hat automatisch von mir mehr Respekt als von Markus. Das liegt einfach daran, dass Markus und Martin sich auf einer persönlichen Ebene kennen und ich Martin auf einer geschäftlichen Ebene begegne. Und ich automatisch einen höheren Respekt genießen werde. Das ist einfach schlichtweg so. So, dann muss ich als Upline am Ende des Tages natürlich definitiv abliefern. Das muss ich dann schon können. Aber am Ende des Tages, jeder, der hier im Call ist, egal wen ich hier sehe, Andreas, Steffen, Peter, Sebastian, Michael, Isabel, alle, macht's doch einfach mal so, anstatt als Ziel zu haben, die Einschrift zu haben oder einen neuen Kunden zu haben, setzt euch zum Ziel, einen Dreier-Call mit eurer Upline zu haben. Und wenn es nicht eure direkte Upline ist, sucht euch jemanden in eurer Upline, der besser dazu passt. Ich kann euch sagen, ich mache nicht jeden Dreier-Call mit Matthias Fuhrmann, obwohl der mein direkter Sponsor ist. Es gibt Menschen, die passen zu Matthias Fuhrmann, es gibt Menschen, die passen nicht zu Matthias Fuhrmann. Aber es gibt in meinem Team ganz, ganz, ganz viele Leute, die sagen, pass mal auf, der würde jetzt nicht so gut zu dir passen, der passt eher zu Matthias Fuhrmann oder der passt eher zu einem Ralf Klebe oder zu einem Daniel oder Stefania oder was auch immer. Das heißt, such dir am Ende des Tages die Person, die dir am meisten weiterhelfen kann im Dreier-Call. Und das eigentliche ja Kranke an dieser ganzen Geschichte ist, dass Markus hier gerade 10 Punkte raushaut, die man eigentlich nur abarbeiten müsste. Aber ich sage es jetzt hier und wieder sehr, sehr deutlich, von den 117 Leuten, die hier gerade drin sind, werden wahrscheinlich das nur weniger als 3% umsetzen. Das ist das Verrückte. Das heißt, wir sagen immer und immer und immer wieder, was zu tun ist, aber die eigentlichen kleinen Hausaufgaben werden leider nicht gemacht. Aber einfach mal hinzugehen und seine 2 Minuten oder 60 Sekunden Story zu predigen, vor den Spiegel zu stellen, einfach mal 100 Mal aufzusagen, dann hat man es auch einfach mal drinnen. So, und dann einfach mal das Ding durchzuziehen. So, und vielleicht findet der ein oder andere sich in dieser ganzen Geschichte gerade einfach wieder, das einfach mal zu machen. Und der 90-Day-Run ist genau für dich jetzt da, dass du diese kleinen Zwischenschritte jetzt ausarbeitest, um die ersten Ergebnisse in 2-3 Wochen rauszuziehen und am Ende von den 90 Tagen, am Ende des Tages wieder oder nicht wieder, sondern dein Ziel erreicht zu haben, welches auch immer du hast. Genau. Es ist leider die traurige Wahrheit und das ist der Grund, warum wir das so in dieser Übungssession zusammengestellt haben, dass es einfach nicht getan wird. Und das wisst ihr, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr es schon nicht tut, so jetzt mal selbst kompletter Selbsterkenntnis, wie soll es denn dann euer Team tun? Dann habt ihr ja auch gar keine Chance, eine Duplikation hinzukriegen. Dann habt ihr auch gar keine Chance, mit jemandem mal zu üben. Und ja, Taylor hat recht. Machen. 90 Tage nutzen und morgen auf die Straße gehen und lächeln. Und einen Tag später zu sagen, ich möchte jetzt einfach mal nur den Bedarf herausfinden und werde nicht denjenigen auf mein Geschäft pitchen, sondern ich übe mich darin, Bedarf herauszufinden. Und das machst du mit 10 Leuten. Es gibt Millionen auf der Erde, es gibt genug, die du danach noch aufs Geschäft finden kannst. Erzähl mir jetzt nicht, ja, aber es kann doch nicht sein, der war total interessiert und hat einen riesen Bedarf, kann ich doch nicht sein lassen. Doch, ich bin der Meinung, übe Bedarf herausfinden, übe Komplimente machen und übe nicht gleichzeitig ihn zu closen. Übe dich darin, dich für ihn zu interessieren, weil das ist eine Schlüsselqualität. Ja, du übst auch, wenn du Kuchen machst, in einer gewissen Reihenfolge. Also wenn du backst, dann schmeißt du auch nicht alle Zutaten in einen Topf und steckst das Ding in den Ofen, sondern du verarbeitest die in einer gewissen Reihenfolge und dann kommt da guter Kuchen bei raus. Und hier ist es ganz genauso. Du musst die Grundlagen lernen. Musst du erst mal rechnen und schreiben lernen, bevor du sozusagen auf eine höhere Schule gehen kannst. Und deshalb konzentriere dich auf die kleinen Dinge. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das an mein Team weiterzugeben und auch in diesem Fall jetzt hier an euch. Und ich hoffe, dass ihr da alle was von mitnehmen könnt. High Performer wissen am Ende des Tages immer über den Outcome Bescheid, wenn sie in ein Meeting reingehen. Immer. Das heißt, wenn du rausgehst und mit irgendjemandem sprichst und wenn du wirklich gut bist, dann weißt du immer, wie der Outcome davon sein wird. Und wenn dein Outcome und dein Ziel, wenn du über die Straße läufst, wenn man das gleiche Beispiel einfach nimmt, wenn dein Ziel es ist, einfach nur Kontakte mal aufzubauen, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und dein Ziel im Sinne von Sponsoren und Geschäft und Jeunesse mal hinten anstellst und reine zwischenmenschliche Beziehungen aufbaust,
glaub mir, A, ist das ein absoluter Ego-Boost für dich, weil du so viel wahnsinnige Menschen kennenlernst und du selber merkst, boah, krass, wie viele Menschen eigentlich ich von Jeunesse erzählen muss da draußen, weil einfach so viele Menschen nach einem Plan B suchen. Und die zweite Sache darin ist, du lernst zu verstehen, dass du integrierst dein Geschäft, Jeunesse, in deinen Alltag hinein, anstatt Jeunesse an eigentliche erste Stelle zu setzen. Und du lernst irgendwie Martin, wenn wir in dem Beispiel bleiben, kennen, und du erdrückst ihn damit, dass du ihm sagst, Nevo, Zen, du musst schon abnehmen, dies, das, du kannst ein Plan B, du kannst hier was werden, bla bla und allem drum dran. Ansonsten aber erstmal mit ihm zu sprechen und zu sagen, ey, pass mal auf, Martin, wie geht's dir eigentlich? Schon doof, dass deine Frau dich gerade verlassen hast, bla bla, dies und das und an. Weißt du, rauszufinden, wer das am Ende des Tages ist, und dann irgendwann ergibt sich das Geschäft einfach nur aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Das ist, was ich die ganze Zeit mache. 24/7. Ja, im Gegenteil, es ist nicht nur, dass es ergibt, sondern wenn du, ja, ich sag mal, differenziert und gehst 3-4 Wochen später dran und sagst, hey, du, Markus, ich habe mir nochmal wirklich Gedanken gemacht über unser Gespräch und es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. So, und du bringst dann eine Lösung für seinen Bedarf. Das hat ja eine ganz andere Wertigkeit. Das ist ja was ganz anderes, mit dem du kommst hin, wupp, und der sagt was, oh, mir geht's gar nicht gut, ich bin unzufrieden im Job. Und schon, war klasse, da habe ich's, und zack, und am besten unterschreib sofort. Das ist ja totaler Blödsinn. Also sehr, sehr geiler Content von euch beiden. Sehr, sehr cool, wirklich richtig cool. Und ich möchte einmal ganz kurz was dazu sagen und möchte es abrunden, weil es irgendwie so perfekt dazu passt. Und zwar hat auch Daniel Liguiano, ich komme nochmal und bleibe heute bei ihm, weil ich den heute rausgesucht habe für diesen Call, er hat im Prinzip 7 Punkte gesagt. Den einen habe ich eben schon angesprochen, minutes to learn the rules, but lifetime to be a master. Das heißt, das, was Markus eben gesagt hat und Taylor, ist ja ganz einfach zu verstehen. Jeder versteht ja das, jeder weiß, was es ist. Aber darin richtig gut zu werden, ist einfach ein dauerhafter Prozess. Es ist ein dauerhafter Prozess. Schaut mal an, warum sind so viele Männer, ich sag mal ein Gentleman, die 40 bis 50 sind? Weil du das einfach lernen musst über den Laufe der Zeit. Und wenn du immer an dir arbeitest, hey, dann wirst du... Auch gut drin, ja? Ja, du bist auch schon gut, du hast auch viel früher angefangen. So. Aber du weißt, was ich meine. Was meinst, wie gut du erst bist mit 40? Hey? Das kannst du jetzt noch gar nicht nachvollziehen. Das habe ich nicht verstanden, Markus. Da habe ich schon Angst vor. Also, ja, klar. Okay, so auf jeden Fall, das heißt einfach der Punkt, einfach immer dran besser zu werden. Dann einfach sich auszutauschen, zu diskutieren, das haben wir besprochen. Und den dritten Punkt, den er sagte, ist Selbstvertrauen. Hab Selbstvertrauen. Und das möchte ich auch zu dem, was Markus gesagt, geh einfach mit Selbstvertrauen raus. Hab das Selbstvertrauen, sprech die Leute an und strahle und grinse mit denen und sei, probier einfach mal Sachen aus. Also ich persönlich liebe es, mit Menschen Dinge auszuprobieren. So wie Markus auch gesagt hat, was soll passieren? Es gibt so viele Menschen auf der Welt, selbst wenn mal 2-3 Dinge nicht so ganz laufen, ist doch gar kein Problem. Letztendlich kannst du ja auch alles machen. Also gar kein Thema. Ja, Markus? Ich möchte das etwas anders formulieren als du, Marco. Ich möchte einfach diese Herausforderung, sei selbstbewusst, daraus nehmen, sondern ich möchte euch das als Ergebnis anbieten. Wenn ihr diese Übung macht, müsst ihr nicht selbstbewusst sein, ihr werdet selbstbewusst, weil ihr nämlich das Feedback bekommt. Ihr werdet zu Kontaktmaschinen, weil ihr euch tatsächlich dem anderen anbietet als lächelnd, offen. Ihr geht mit einem offenen Arm durch die Welt und das gibt Selbstbewusstsein. Ich sehe ja einige Leute nicken, weil das ist genau die Magie. Du musst nicht sagen, jetzt bin ich selbstbewusst, jetzt gehe ich raus, jetzt lächel ich, sondern lächel halt einfach und die Selbstbewusstsein hast du heute Abend. Das ist, wenn du das in dein Leben integrierst, wirst du automatisch selbstbewusst. Das ist so geil daran. Das Positive ist aber dadurch, dass das, was du eben gesagt hast, wenn du das machst und du wirst selbstbewusst, dann hast du das Selbstbewusstsein, was du benötigst, um erfolgreich zu sein. Ja, genau. So. Und genau das ist der Punkt, da schließt sich der Kreis. Das ist sehr, sehr gut. Der nächste Punkt, den er gesagt hat, ist, Arroganz und Ego ist der Niedergang der meisten. Und das war so ein Punkt, lasst es einfach weg. Also schreibt es gerne mit, Arroganz und Ego ist der Niedergang der meisten. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt und das finde ich für unsere Calls so wichtig. Er sagt, wenn du meinst, du weißt schon alles, hast du keinen Platz mehr zu wachsen. So, das heißt, wenn du meinst, du weißt schon alles, hast du keinen Platz mehr zu wachsen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, wenn wir jetzt das anhören, was zum Beispiel Markus gesagt hat, die Punkte, und wir gehen davon aus, jawohl, das mache ich alles schon perfekt, dann haben wir keinen Platz mehr zu wachsen. Wenn wir aber sagen, jawohl, ich mache das schon, aber ich setze mir als Ziel, in den Punkten noch besser zu werden, die Punkte noch besser zu machen, einfach öfters zu machen, einfach mit einer Lockerheit ganz oft zu machen, dann kannst du daraus noch, auch noch wachsen. Und dann kommt ein ganz entscheidender Punkt,
Und er hat gesagt, be totally clear, also sei komplett klar und mach die Dinge bewusst. Ist auch ganz wichtig. So, das heißt, sei einfach klar und mach die Dinge bewusst. So, und da möchte ich dir mitgeben, wenn du die Punkte hörst und du schreibst die auf, mach es sie bewusst, weil wenn du sie eine Zeit lang bewusst machst, werden sie für dich zu einer Gewohnheit und zum Alltag. Und irgendwann machst du sie vollautomatisch. Das heißt, wenn du jetzt rausgehst und du bewusst grinst, bewusst mit Menschen sprichst, bewusst Komplimente machst, wird es irgendwann in der Gewohnheit übergehen und du wirst es komplett automatisch machen. Es wird einfach zu deiner Person, du wirst zu der Person und das passt letztendlich ganz genau. Und dann hat er gesagt, er halt auf Poker bezogen, sagt er, verstehe genau, was ist das Spiel? Also verstehe genau, was musst du können? Verstehe genau, in was musst du gut sein? Das ist ganz, ganz wichtig. Sowohl beim Poker als auch im Network Marketing. Dir muss dir bewusst sein, in was musst du richtig gut sein. Und das sind letztendlich die Punkte. Das heißt, wie wir es eben schon angesprochen haben, wenn du in diesen Punkten gut bist, dann ist es, ich sag mal, easy game. Dann geht es, so wie Taylor sagt, von ganz alleine. Warum geht es von alleine? Weil er in diesen Punkten richtig gut ist. Weil er sich aber auch bewusst war, dass das die Punkte sind, die letztendlich wirklich, wirklich wichtig sind. Und der letzte Punkt, den er gesagt hat, ist, du immer wieder reflektieren, was funktioniert und du reflektieren, was nicht funktioniert. So, wenn du das letztendlich immer wieder unterscheidest und dann fangen die Dinge an, sehr, sehr gut und sehr viel leichter zu werden und alles drum und dran. Und das ist sowas, wo ich einfach sagen will, okay, lasst uns das tun. Und jetzt vielleicht ein kleines Geständnis von meiner Seite aus, weil ich bin ja immer jemand, der hart kritisiert und der hart anspricht und alles drum und dran. Und ich selber habe über ein Jahr lang gebraucht, bis ich meine 60-Sekunden-Story fertig gemacht habe. Und ich habe es so oft gehört und mir war das auch bewusst und ich habe es gelesen. Ja, ihr könnt ruhig schimpfen. Ich habe es gelesen und alles drum und dran. Ich habe ja auch gesponsert. Ich war ja damals nicht unerfolgreich, aber irgendwann wurde, Taylor, lenk mich nicht ab. Ich mache euch gleich auf Stumm und Bild weg. Ihr müsst dran denken, ich habe die Macht hier als Host. So, und auf jeden Fall war es tatsächlich so, ich habe es nicht gemacht. Und ich kann dir bis zum heutigen Tage nicht erklären, warum nicht. Keine Ahnung. Ich habe es bestimmt schon 100-mal gehört. Ich habe es bestimmt schon 100-mal gelesen. Ich habe selber immer referiert, wie wichtig das ist und hatte mir keine gemacht. Und Wahnsinn, crazy. So, und deswegen, vielleicht das, ich möchte mich als Entschuldigung gegen lassen für alle, aber ihr seid damit nicht alleine. Aber jeder, der in diesem Call gemerkt hat, oh shit, ich lebe das nicht, ihr seid nicht alleine. Laut Taylor Rechnung mit Sicherheit, und ich bin dabei eben, 105 andere tun es auch nicht in diesem Call, aber ihr wollt ja zu den Top 1% gehören, ihr wollt ja nach oben, ihr wollt die Leader der Zukunft werden, ihr wollt diejenigen sein, die hier wirklich vorangehen, und deswegen ist es zwingend Pflicht, dass ihr die Dinge einfach integriert. Und um das abzurunden, ich habe heute eine 60-Sekunden-Story, also ich kann wirklich jeden beruhigen und die ist sogar recht cool geworden und ich freue mich drüber und ja, und ich fühle mich mit dieser sehr, sehr wohl. Aber nichtsdestotrotz, alle Punkte sind wichtig. Und wenn ich wirklich heute Abend allein wieder den Content mir anhöre, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Warum? Also, Taylor lacht sich wahrscheinlich gerade schlapp, weil Sebus auch keine hatte. Und wie auch immer, auf jeden Fall, es macht wieder unglaublich viel Spaß mit euch heute Abend. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken, ob ich die zwei Wilden, fast hätte ich gesagt jungen Wilden, aber so jung sind sie ja beide gar nicht mehr, also einer ja und so, Taylor, könnt ihr euch eigentlich freischalten vom Ton? Warte mal, Moment, ich schaue es, ob ich das nochmal hinbekomme, Augenblick. Taylor Mate, hier ist es. Okay, so, ihr seid nochmal frei vom Ton. Und, jawohl, die jungen Wilden. Ich würde mal sagen, Sebus, entmute dich doch mal und mach mal deine 60-Sekunden-Story ganz kurz. Pass auf, hier an der guck mal, da ist er. Jawohl, Sebus. Du mich auch. Taylor, weißt du, was richtig cool war? Früher, vor ein paar Jahren, da war ich ja noch viel strenger, also noch nicht so locker wie heute. Und da habe ich diese Sachen wirklich gemacht. So im Call drin. Wer hat denn eine 60? Können die alle die 60-Sekunden-Story? Ja. Okay, super. Freigeschaltet, wupp, deine Story hier. Aber das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, und weil das wirkt irgendwie zu hart. Von daher, alles gut. Ihr könnt ganz locker und entspannt auf dem Call bleiben. Wir werden keine 60-Sekunden-Story abfragen. Das machen wir morgen dann. Und von daher freuen wir uns drauf, aber könnt ihr euch alle vorbereiten.
Und ja, vielleicht abschließend von euch noch ein paar Worte und dann können wir diesen Call auch schließen. Ich glaube, es war wieder richtig ein cooler Call. Also ja, vielen Dank, Marco, für die Vor- und Abmoderation, auch das ringsrum, auch das Beispiel mit dem Pokerspieler. Grandios, ich glaube, das hat sich wunderbar ergänzt. Entschuldigung. Was mich immer wieder so fasziniert und was mich so begeistert ist, dass wir hier über das kleine 1x1 reden. Wir reden über das kleine 1x1 und das ist keiner, glaubt keiner. Es ist diese Arroganz, die du gerade gemeint hast, die ich zuerst gar nicht zuordnen konnte. Ich glaube, wenn man Arroganz mal nicht so hart ausdrückt, sondern mit Überheblichkeit oder nicht vorhandener Demut vor den Grundlagen, dann hat man den Kern des Problems erwischt, zu sagen, ja, entschuldige mal, ich bin ein freundlicher Mensch, ich kann auch lächeln, ich kann auch Fragen stellen. Nein, kannst du nicht, weil du nicht in der Lage bist, innerhalb von 3 Minuten mit den richtigen Fragen bei einer Person auf den Grund zu kommen und den aufs Kreuz zu legen. Und der Pokerspieler kann das, weil er hat das geübt. Und wenn du sagst, ich will Weltmeisterin werden und du machst es jetzt 100 Mal von jetzt ab, dann bin ich bei unserem meinem Lieblingsmentor Damien Fire, der gesagt hat, versuch mal 100 Mal etwas nicht besser, also 100 Mal etwas falsch zu machen. Und deshalb seid so demütig und nehmt euch den Punkt und fangt an, es zu tun und ihr werdet merken, auch ihr könnt in dem Bereich besser werden. Das ist die Botschaft und das Schöne ist, ihr habt selber in der Hand, ob ihr es wollt oder nicht. Keiner muss hier erfolgreich werden, ist freiwillig. Absolut. Ich glaube, jeder kann in diesem noch besser, jeder kann in diesem Business besser werden, vielleicht sogar ich, gell? Das kann ich, ja, Spaß beiseite, alles gut. Alles gut, mir macht Spaß, jeden Tag besser zu werden und jeden Tag in diesem Geschäft mehr zu leben. Taylor, du hast auch noch kurz deinen Auftritt zum Abschluss. Ich singe jetzt nicht We Are The World. ich bin eigentlich deine Mutter. Nee, siehst du? Nee, manchmal, nee, egal. Aber guck mal hier, Patrick fängt schon an hier mit dem Feuerzeug. Nein, am Ende des Tages, ich kann nur das 300 Mal unterstreichen, was Markus gerade gesagt hat. Viele machen sich immer Gedanken darum, die Profi-Themengebiete erst zu behandeln, anstatt die eigentlichen kleinen Zwischenschritte als erstes umzusetzen. Und ich kann dir sagen, du kannst so viele Profi-Themengebiete irgendwie versuchen umzusetzen, du wirst kein besserer Networker dadurch, du musst mit den Basics anfangen. Und wie gesagt, der einzige Unterschied zwischen dem Erfolg von Damien Fire und uns ist der, dass er das einfach schon ein bisschen länger macht als wir. Ich habe noch einen. Marco, darf ich noch einen draufsetzen? Ja, ja, klar, darfst du. Sag nein. Ich habe jetzt eben Taylor beobachtet, also der ist ja hier bei mir eingezogen, weil er irgendwie rausgeflogen ist zu Hause. Ich weiß nicht, warum der hier ist. So, deshalb konnte ich den jetzt hier ein bisschen beobachten. Und wir haben jetzt eben, ich habe einen Geschäftspartner hier gehabt, wir haben geredet und er hat hier jetzt eben eisern seine 4. von 90 Präsentationen durchgezogen und macht 90 Tage lang machst du jeden Abend eine Präsentation für dein Team. Ganz kurz, übrigens für alle, ja, alle, die hier drinnen sind, jeden Abend um 20 Uhr, außer morgen, weil morgen sitze ich im Flieger ausgerechnet, aber jeden Abend um 20 Uhr machen wir eine Geschäftspräsentation, wo ihr alle natürlich gerne eure Leute gerne mit einladen dürft, wollt, könnt und anderem dran. Mir persönlich die Nacht schicken, ich schicke euch einen Link oder der Marco, der schickt euch das auch ganz gerne. Dürft ihr gerne eure Leute darauf einladen, jederzeit. So. In der Präsentation hat Taylor was gesagt. Und ich will euch ein Gap klar machen, der vielleicht als guter Abschluss für diesen Call gelten kann. Taylor hat gesagt, Unity Global, also Jeunesse, Unity Global, wir sind absolute Champions League. Wir spielen Weltklasse-Liga hier. Frage dich mal, ob du zur Weltklasse-Liga gehörst oder ob du vielleicht noch nicht mal in irgendeiner Regionalliga bist, sondern mit irgendwelchen Jungs auf einem Schotterbolzplatz hinter einer Hauswand stehst. Ja? Also wir nutzen ein System. Wir haben Jeunesse, die perfekte Produkte haben. Wir haben eine Unity Global World, die perfekt aufgezogen ist. Wir haben Leader, die es vorgemacht haben. Wir haben alles an Know-how, an Möglichkeiten und proven results. Und was tun wir? Wir sagen, ja, lächeln kann ich doch. Wir machen die Grundlagenarbeit nicht. Und das ist so, wie als wenn du dich als, ich würde mich bewerben bei Real Madrid und würde sagen, lass mal einfach mal so stehen und sagen, in diesem Sinne sage ich gute Nacht, morgen früh, 7:30, Morning Call. Ja, ganz genau. Macht Spaß. Vielen, vielen, vielen Dank euch zwei. Ich glaube, es gibt da nichts mehr groß hinzuzufügen, was wir heute Abend gesagt haben. Vielleicht eins noch abschließend dazu. Ich kann es bestätigen. Jeder von euch, nein, nur das Ding, jeder kann das schaffen,
dahin zu kommen, weil wenn du fällst, dann glaubt's mir, ich habe die meisten Fehler, glaube ich, gemacht von allen hier in diesem Call in meinem Leben und habe so viele Dinge lernen müssen. Aber wenn du immer weitermachst und immer wieder weitermachst, wirst du besser und besser und irgendwann kannst du das nutzen. In diesem Sinne, lasst uns alle dahin gehen, dass wir bei Real Madrid uns bewerben können, sprich, wo wir jetzt sind. Genesse, Unity Global. In diesem Sinne, ciao, ciao, habt einen schönen Abend, haut rein, wir hören uns morgen. Tschüss! Ich könnte euch noch gerne ein paar Minuten drauf lassen. Das macht Spaß. Ich versuche okay. Markus gerade beizubringen, was das ist. Ja, dafür ist er zu alt. Aber pass auf, ich hab das auch nicht gewusst. Ich habe das auch nicht gewusst, was das ist, bis ich bei Luke Mockridge war, live. Und er hat es erklärt. Und seitdem weiß es halt. Aber ich musste. Erklär du es mir mal. Guck mal, der Sebus macht immer nur Kommentare von hinten. Sebus, können wir dich mal bitte hier irgendwie live schalten? Guck mal, hier sind immer noch 90 Leute drauf. Mal den Sebus. Jetzt kommen die Outtakes. Jetzt wird es interessant. Jetzt. Sebus, du bist live mit drauf. So, jetzt gehen wir über in den Comedy-Teil. Und. Was wollt ihr von mir? Nix, wir sind einfach nur froh, dass du da bist. Genau. So, was heißt das jetzt hier mit dem... Das ist Devin. So ist es. Das ist Deb, das geht so. Guck mal, Marco, kann das auch tun. Ja, natürlich. So geht das, das ist ein Deb. Wo ist denn der Sebus? Der kann das auch. Sebus, wo bist du? Wo geht deine Kamera an? Nee, heute gibt's keine Kamera. Oh. Ach Gott, Jungs. Ihr seid geil. Abschließend hinzu, Spaß im Network Marketing. Es macht Spaß. Lasst uns den Spaß oben halten und lasst uns weiter erfolgreich sein. In diesem Sinne, Jungs, habt viel Spaß. Soll ich jetzt zumachen oder wie geht das Ganze nochmal? Das ist einfach mal. Hier sind immer noch 87 Leute. Ich habe übrigens, ich überlege ja schon die ganze Zeit, ob ich die Aufzeichnung stoppen soll oder ob es ich. So, zeigt mir mal euren besten Depp. Mein bester Depp sitzt hier neben mir. Ach, Gott, ey. Wo soll das hier noch hinführen? Sebus, was machen wir eigentlich? Sebus, machst du nochmal 60 Sekunden? Nee, egal. Sebus, mach mal deine 60 Sekunden Story. Mach mal 60 Sekunden Debben, vielleicht kommst du auch mit zum Ziel. So, also, ich muss den Teil jetzt hier ruhig stellen. So, pass auf, in diesem Sinne, ich beende das Ganze. Hab noch einen schönen Abend und mach's. Ja, tschüss zusammen. Ciao, tschüss. Ciao. Ciao.